Ah, ich hatte den richtigen Riecher. Wow. Wie warm es ist. Ein schöner Herbst. Wird wohl reichlich Obst geben. Wir werden's wohl nicht pflücken. Ihr pflückt die Köpfe der Feinde. Und zwar sofort. Los jetzt! Vernichtet diese ketwänischen Köter! Ruhe! Wir sind noch nicht so weit. Manchmal vergesse ich fast, warum wir uns eigentlich schlagen. Mächtige Könige brauchen eben Kriege. Sollen Dema, Wendt und Henselt die Sache doch mit einem Duell entscheiden? Mhm. Mein Schwager stammt aus Ketwen. Ein anständiger Herr. Ich war mal bei denen auf dem Markt. Gute Ware haben sie mir verkauft. Billiger als bei uns. Haltet die Klappe, verdammt nochmal! Ketwener sind Tiere, allesamt! Wisst ihr, was die mit unseren Frauen machen, wenn wir diese Schlacht verlieren? Habt ihr vergessen, dass sie gekommen sind, um zu stehlen, zu brandschatzen und unser Land zu rauben? Wollt ihr es ihnen vielleicht schenken? Dieser Blut, auf sie! Nein, auf das Signal warten. Ach was, abwarten! Schweig! Bogenschützen, Pfeile entzünden. Ziel, erster Wall. Auf sie! Die feindliche Standarte erobern! Ja, was muss ich denn jetzt machen? Was? Ich habe die Pokerquest in Bergen nicht erfüllt? Scheiße, das tut weh. Aber nur kurz. Besiege deine Standartenträger. So. Wow. Der Feind hat die Standarte. Sie schießen uns ab wie Enten. Verständigt den Feldherrn. Das ist eine Falle. Ohne Verstärkung sind wir verloren. Muss ich es ihm sagen? Woher denn? Das macht Prinzessin Syphilis. Sieh bloß zu, du Esel, sonst spicken sie uns alle. Das schaffe ich doch nie. Meine erste Schlacht. Zum ersten Mal getötet. Blut an meinen Händen. Das ist das Fiese am Krieg. Volle Deckung! Es wird geschossen! Die den Krieg verantwortet haben. Die, haben nicht das Problem. Scheiße. Das ist einer von uns! Danke. Oh. Wie zähle bist du denn? Herr, das graue Fähnlein schickt mich. Ein Hinterhalt. Wir brauchen Hilfe. Deine Kundschafter haben das Schlachtfeld doch genauestens beobachtet. Jawohl. Sie müssen die Gräben in der Nacht ausgehoben haben. Tagsüber war das Feld frei. Herrin Glevisig hat mit Magie über das Feld gewacht. 10 Schläge für jeden Kundschafter. Den Strick für jeden Dritten. Herr, wir brauchen Verstärkung. Es gibt keine Verstärkung. Hart aus. Und du, Glevisig. Mit dir rechne ich nach der Schlacht ab. Der König wird von deiner Unfähigkeit erfahren. Befehlshaber entscheiden über den Ausgang von Schlachten, nicht Zauberinnen. Denkt dran, auch ich erstatte Bericht und... Das Gespräch ist jetzt beendet, Hexe. Zeit hier zu gewinnen! Meine Herren, zu den Standarten!
Oje. Oje. Ich habe ein ganz blödes Gefühl bei der Sache. Und auf in den Kampf! Du magst fertig sein mit mir, aber ich noch lange nicht mit dir. Hinter der müssen wir her. Nardo Vesivec. Was können wir tun, Sabrina? Meine Stellung an Hänsels Hof ist in Gefahr. Und wenn Vandergriff die Schlacht gewinnt, wird Hänselt nichts mehr aufhalten, Oberedirn einzunehmen. Das Ende des Kräftegleichgewichts im Norden. Was willst du tun? Das Feuer des Melga. Ich töte Vandergriff und schwäche beide Seiten. Eine solche Waffe kann streng geahndet werden. Das ist mir klar. Hänsels Hegemonie passt nicht zu den Plänen der Loge. Wir helfen dir, aber denk daran, geht es schief, bist du auf dich gestellt. So, so war das also. Ich bin bereit. Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr sterbt ja wie die Kakerlaken unterm Stiefel. Ist da irgendein Catwinner, der es mit Selkirk von Guleta aufnimmt? Hey. Wir sind Selkirk? Ach du Schande. Ist doch nicht wahr. Auf sie! Ich bin zu langsam. Du Eumel. Der Besucher. Gegen den will ich schon lange kämpfen. Verschwinde, Geist. Ich lasse mir doch einen Zweikampf mit Vandergriff nicht entgehen. Er wird dich wieder töten. Selkirk fürchtet den Tod nicht. Wenn du stirbst, werden auch deine Soldaten immer wieder sterben, bis in alle Ewigkeit. Geh, das ist keine Aufgabe für einen Ritter, sondern für einen Hexer. Ich tue das nur für meine Leute. Klar. Stirb. Enttäuscht! Wer bist du? Dein Albtraum! Ja, das Gefühl habe ich langsam auch.
Wow, hat der einen Rums drauf. Moment. Was habe ich denn hier? Wo habe ich denn das Schwert auf einmal her? Moment. Vitalität, Schadensreduktion, Lähmen, Bluten, ich bin dabei. So, ne? Verbesserung, was haben wir hier noch? Bonus Schadenszeichen, was haben wir hier? Bonus Schwertabwertung, Bluten plus 8. Schadensbonus von 4. Eine Schadensresistenz. Schon plus 10, klingt auch nicht schlecht. Die nehmen wir mal. Und da Erde. Vitalität. Und. Gut. Geisteröl, ist das ein Geist? Ich weiß es nicht. Insektoidenöl. Schleifstein. Aber ich kämpfe gerade mit dem Silberschwert, kann das sein? Ach, ist das schön. Meditieren geht gerade nicht, ne? Ja! Triboke! Ja. Okay. Ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern. Bist du aber hässlich. Vielleicht haben wir jetzt besser was auf Silberschwert drauf. Bewirkt Vergiftung beim Gegner. Naja, viel schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Bogenschützen! Endlich.
hättest zu Hause bleiben sollen, Van der Griff. Verdammte Zauberer! Dass wir nach so einem Sieg sterben müssen! Götter! Gegen so einen Zauber kann man nicht kämpfen! Zauberhagel, unreines Feuer, wehe uns! Was tun Sie da, Mund? Wie die Prophezeiung sagt, es kommt die Zeit, dass sich die Zauberinnen gegen die Menschen wenden, Feuerkugeln vom Himmel regnen und das Werk der Zerstörung sich vollendet. Und jetzt? Sollen wir hier auf den Tod warten? Ich will euch führen, wie der Hirte seine Herde, aus dem finsteren Abgrund. Nein, das ist nicht. Von A nach B gereicht. Ist ja nicht wahr. Stellt das Feuer ein! Unsere Leute sterben! Ein Massaker! Rettet uns, Herr! Sabrina, ist das dein Werk? Lasst zum Angriff blasen, Majestät! Eddins Armee löst sich auf! Nicht nur die! Sieh dir diese panischen Horden an! Heute Morgen waren sie noch die Blüte meiner Ritterschaft! Wenn sie Verstärkung bekommen, schaffen sie's! Wer hat dir zu zaubern gestattet? Herr, wenn ihr jetzt losschlagt, ist Ober-Edian euer. Du besudelst meine Ehre. Du schlachtest meine Ritter. Majestät, die Schlacht war verloren. Du wagst es, mich vor dem Avent zu entwürdigen. Seine Streitkräfte haben bis zum Schluss gekämpft. Und so ziemt es sich auch für ehrenhafte Männer. Du bist des Todes auf dem Scheiterhaufen, Sabrina Glevisig. Ich werde zurückkehren und mein Geburtsrecht einfordern. July 25, 1270. Der Angrenwald. Kein Kraftpotz oder Riese dieser Erde wird je den Hieb eines Schleimlingsschwanzes abwehren können. Leto hat es auch nicht geschafft, aber immerhin hat er überlebt. Ich helfe ihm. Hexer sollten sich auf ihrem Weg gegenseitig unterstützen. Er hat zwei Gefährten, Hexerbrüder aus der Schlangenschule. Die wilde Jagd rast nach Süden. Leto aus Guletar weiß, wohin. Er kennt den Endpunkt der Jagd. Okay. Hui, hat er leuchtende Augen. Endlich bist du wach. Bin ich tot oder halluziniere ich? In der Anderswelt würdest du mich kaum vorfinden. Ich weiß nicht, wie ich zu dir gekommen bin. Weil du nicht zu mir gekommen bist. Vergiss nicht, Zauberinnen haben ihre eigenen Möglichkeiten. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Hilfe. Du bist zu wertvoll, als dass man zulassen könnte, dass du stirbst. Mit? Du hast das Unmögliche vollbracht. Ich kenne niemand anderen, der es geschafft hätte, mit einem so mächtigen Fluch fertig zu werden. Du hast nicht gesagt, dass der sichere Tod auf mich wartet. Ich habe auch nicht aufgehört, an dich zu glauben. Und jetzt erzähl mir, was geschehen ist. Ich habe gesehen, wie Hänselt Sabrina verurteilte. Ich habe den Draug getötet. Du musst ihn getötet haben, da der Fluch verschwunden ist. Ich habe Vandergrift gesehen. Ich habe den Regen der Feuerkugeln gesehen. Und den Tod ringsumher. Überall. Hänselt ist ein Verbrecher. Er hat die Situation ausgenutzt und mit Sabrina abgerechnet. Er hasste sie. Darum unterstützt du Edern? Aus Rache? Hier geht es nicht um Rache, sondern um eine bessere Welt. Ohne Leute wie Hänselt. Das ist eine Utopie. Es schärft den Verstand, durch eine solche Konzentration von Kraft zu gehen. Cedric hatte recht.
Die Kraft der Geisterschlacht bringt das Gedächtnis in Schwung. Woran erinnerst du dich? Leto, Voltests Mörder. Ich habe ihm einst das Leben gerettet und er hat mir geholfen, die wilde Jagd einzuholen. Ich weiß aber nicht, ob wir Yennefer retten konnten. Hast du mehr über die wilde Jagd erfahren? Als ich den König der Jagd tötete, da vernichtete ich einen Geist. Und er starb auch wie ein Geist. Aber in meinen Erinnerungen kämpfe ich mit den Reitern der Jagd und aus deren Wunden fließt Blut. Sie spüren Schmerzen. Mhm. Das kann nur heißen, dass du noch nicht alles weißt. Das wird sich zeigen. Du hast den Fluch aufgehoben, aber uns bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Hänsels Armee wird jeden Moment losschlagen. Wie geht es Saskia? Sie ist wieder gesund. Und kann es kaum erwarten, mit Hänselt abzurechnen. Sie wird Vergens Verteidigung selbst anführen. Da ist sie ganz in ihrem Element. Wie kann es ihr Element sein, wenn sie noch nie eine Belagerung erlebt hat? Du unterschätzt sie. Und vergiss nicht, sie hat einen berühmten Hexer als Beistand. Und mich. Als ich den Fluch brach, habe ich wohl Hänselt geholfen und Eddern in Gefahr gebracht. Aber mir blieb keine Wahl. Manchmal muss man ein Bein amputieren, um den Organismus zu retten. Es ist an der Zeit, dass dieser Krieg entschieden wird. Allerdings. Soltan und Japen stellen die Truppen auf. Sie warten auf dich. Yippie! Auf in die Schlacht! Aber erstmal speichern. So, was tigerst du um mich rum, Frau? Weiber. Ich darf das sagen, ich bin selbst eins. Weiber.